Das ging schneller als erwartet. Jetzt habe ich hier schon alle Teile liegen, um meinen Small HD Monitor an der FX6 zu befestigen. Das hoffe ich, dass das alles funktioniert. Hier würde einmal der Monitor rankommen von Wooden Camera, direkt aus den USA von B&H, das ja sozusagen Amazon für Kamera-Equipment. Da gibt es nahezu alles. Leider nicht hier in Europa, deswegen ordentliche Versandkosten. Aber gut, ansonsten Bright Tangerine, einmal die ja, Rotating Bar, also hier wird dann, kommt das Ding, kommt hier ran, um den Bildschirm zu bewegen, also um ihn zu neigen, ja, hoch, beziehungsweise um den Blickwinkel zu ändern. Ansonsten, das kommt an den Griff, die NATO Rail, wenn ich, ja genau, die NATO Rail, und das dient einfach nur zur Stabilisierung zwischen Gehäuse und Kameragriff. Ja, mal schauen, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Wie gesagt, das ging halt verdammt schnell alles. Bis gleich. So sieht das dann aus, wenn es fertig montiert ist. Hier haben wir das Herzstück. Gehen wir gleich mal darauf ein. Damit kann ich dann den Monitor neigen. Jetzt ist er fest und der hält es auch tatsächlich. Weil eigentlich ist das Ding gedacht für den Originalmonitor, der weitaus leichter ist und auch, halt auch nur aus Kunststoff und so weiter. Aber jedenfalls hält er das soweit. Selbst mit dem Akku hier sogar. Das sind dann so wahrscheinlich über 500 Gramm, würde ich sagen. Also der Monitor wiegt schon 400 irgendwas. Plus Akku dann, der wahrscheinlich auch nochmal 100 wiegt. Das sind halt die mittlere Version mit genau 5200 mAh. Gibt ja auch noch kleinere, mit der Hälfte, glaube ich, und halt auch noch größere. Jedenfalls, genau, ich drehe hier, beziehungsweise ich drehe hier, stelle hier den Widerstand ein, wie stark es oder wie leicht ich es verstellen kann. Wenn ich der Meinung bin, genau, jetzt merkt man schon, genau, er geht ein Stück zurück. Aber man kann es halt fixieren. Und dann ist das Ding fest. Da bin ich auf jeden Fall sehr begeistert von. Und schön, dass es auch geklappt hat. Weil ich hatte die Befürchtung, dass der Bildschirm dann doch zu schwer ist. Aber funktioniert. Wie ihr sehen könnt, hier ist dann noch die NATO Rail, die man auch noch bewegen kann. Ich mache das jetzt mal mit einer Hand. Genau, da neigt sich dann schon der Bildschirm. Hier kann ich dann halt auch nochmal die Höhe verstellen des Monitors. Und ja, bin da sehr flexibel dann. Allerdings brauche ich immer zwei Hände. Das war vorher nicht der Fall. Da konnte man einfach drehen hier. Wie ihr sehen könnt, alles mit einer Hand. Ja, je nachdem, wie gesagt, man kann das ja hier einstellen, wie hart man oder wie, ja, wie hart man ziehen soll, wie hart man drücken soll, um die Neigung zu verstellen. Und ansonsten genau hier noch der, ja, Stabilisierungsarm, um den Zug auf den Griff zu verringern. Sprich, das geht jetzt mehr aufs Gehäuse hier, also verteilt sich die ganze Kraft mehr auf das Gehäuse, auf eine größere Fläche. Und ja, ansonsten braucht man halt noch brauche ich noch ein anderes SDI-Kabel. Lang genug ist es jetzt, sind 50 oder 60 Zentimeter. Jetzt brauche ich noch ein. Nochmal mit einem Winkel. Hier haben wir schon einen Winkel. Ich dachte, das wäre gut, aber ist es dann doch nicht. Ja, soweit. Und hier noch, genau, die Wooden Camera, der Wooden Camera Rod Mount Hinge für den Small HD. Eigentlich ist angedacht, dass er unten rankommt, aber ich finde das weitaus praktischer. So ist so ist der Bildschirm nicht so exponiert. Also er wäre dann eigentlich hier. Aber stattdessen ist er halt näher am Gehäuse, macht die ganze Kamera halt kompakter. Ja, mal schauen, wie sich das auswirkt im realen Film. Genau, kleine Unklarheit, die ich noch erwähnen wollte, ist, ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Schraube ist, beziehungsweise ich habe kein passendes Werkzeug, um die festzuziehen. Halt nur mit dem Schlitz. Aber die Kraftübertragung wäre so natürlich noch besser. Allerdings, ja, wie gesagt, 4 passt nicht. 5 passt relativ gut, aber ist halt auch nicht der richtige. Ja, was die Amerikaner da wieder gemacht haben, keine Ahnung, muss ich auf jeden Fall nochmal nach anderen Schlüsseln schauen.
Ja, soweit der ganz kleine Wermutstropfen bei der Sache, aber das ist zu verkraften. Und was auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte, das Teil passt doch tatsächlich auch ins Case. Ja, mit dieser separaten Halterung. Sehr cool. Haargenau, wie ihr seht. Aber gut, das kann man ja alles einstellen, wie man möchte, wie man will. Und ja, bin ich auf jeden Fall sehr happy mit. Ja, nächster Schritt wäre dann einfach V-Mount-Akku. Wie ich das dann realisiere, überlege ich noch. Aber ich denke, das wird dann über die Rods laufen, dass da dann der V-Mount raufkommt und dementsprechend kann ich mit dem die gesamte Kamera betreiben. Also Kamera, Bildschirm und vielleicht irgendwann noch einen Atomos-Recorder für RAW-Video. Mal sehen. Das hat Zeit. Aber dann wird das Ganze natürlich nicht mehr so kompakt und der Aufbau dauert länger. Ist halt immer ein Abwägen, je nachdem, was das Projekt verlangt. So, neue Kleinigkeit. NPF-Akku, allseits bekannt. Von SmallRig dachte ich mir, die waren im Vergleich zu anderen Anbietern oder Herstellern doch noch etwas teurer. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie einfach die besseren Zellen haben, die besseren Batteriezellen. Und ja, großer Vorteil, ich kann, na, hier genau, hier kann ich die per USB Typ C laden, sehr praktisch, mit LED-Indikator, ganz klein. Ich habe sie jetzt erstmal mit dem normalen Ladegerät geladen. Und genau, das Ganze für den Small HD Monitor muss ich gleich mal testen. Ist halt die kleine Version, oder, naja, oder sagen wir die mittlere Version. Genau, entwickelt von Sony, also NPF-Format hat Sony entwickelt. Und ja, in der Größe gibt es die von Sony leider nicht. Jetzt hätte ich die natürlich genommen, aufgrund der ja, Zuverlässigkeit. Aber ich denke, die werden nicht enttäuschen. Also, gleich mal testen und dann lasse ich euch mehr wissen. So sieht das dann aus. Am Monitor befestigt, eine ist jetzt drin, wie ihr sehen könnt. Ja, nicht so riesig wie wie die ganzen anderen MPFs, die ich habe. Natürlich auch ein bisschen weniger Kapazität, aber wie gesagt, ich habe schon gesehen, das Ding war jetzt voll geladen bei über 8 Volt. Und das heißt ja schon mal, ja, die Kapazität ist auf jeden Fall gegeben. Also sprich höher als bei anderen. Und ansonsten noch eine Kleinigkeit, hier ein SDI-Kabel oder SDI-Kabel mit rechtwinkligen Steckern. Um jetzt ein bisschen, ja, um das Format ein bisschen kompakter zu gestalten, dass hier nicht das Kabel erst runter geht und dann gebogen wird, sondern einfach direkt. Einmal so. Genau, das sind halt die Kleinigkeiten, die das Arbeiten erleichtern, sprich das Ganze etwas sicherer machen. Momentan schaue ich noch nach einer V-Mount-Lösung bzw. Gold-Mount-Lösung. Ich glaube, es wird auch eine Gold-Mount-Batterielösung. Ja, soweit wäre das Rig erstmal fertig. Hier habe ich dann noch das, der hat 135 mm raufgebockt, um zu sehen, wie schwer das ist. Also es sind jetzt 3,38 Kilo mit den kleinen Akkus, BPU 135, 35, BPU 35, also 3500 mAh. Soweit, so gut. So, nach all den neuen Sachen, Ende des Jahres, auch Black Friday verschuldet natürlich, stellt sich halt immer die Frage, ob sich das auch lohnt, sprich macht das letztendlich bessere Bilder, irgendein Rig-Teil, irgendeine neue Batterie, irgendwie was für die Kamera, was es auch sein mag. Letztendlich nicht, aber es erhöht die, den Workflow, sprich die Effizienz. Sprich, ich bin einfach, kann mich besser auf das eigentliche Drehen konzentrieren, ohne mir jetzt Gedanken machen zu müssen, beispielsweise, oh, die Batterie fällt gleich aus oder irgendwie umbauen müssen, weil das Rig jetzt im Weg ist, was auch immer, irgendwelche Eventualitäten. Zum Beispiel der Small HD Monitor, ja, ein Heidengeld, 1200 €, wenn ich mich nicht irre, oder 1100. Macht der bessere Bilder? Nein, macht er nicht, aber er erhöht halt den Komfort. Sprich, ich kann besser beurteilen, ob das Bild, was ich eingefangen habe, ob das wirklich scharf genug ist. Ja, weil das passiert halt leider immer wieder, dass man denkt, ja, okay, das sieht scharf aus. Und letztendlich im Schnitt sieht man dann auf einem größeren Bildschirm natürlich,
Ja, es ist auch nicht scharf. Sprich, dann hat man nur noch die Option, das nachzubearbeiten. In der Post ist nicht immer toll, sieht auch meistens nicht so perfekt aus, als ob es scharf aufgenommen wurde. Also sprich mit dem richtigen Fokus. Deshalb habe ich lieber die Investition getätigt, mir so ein Bildschirm zu kaufen und ja, bereue es bis jetzt gar nicht. Klar, das Gewicht ist höher, es macht die Kamera halt ein bisschen sperriger, ein bisschen größer. Speziell mit den Akkus jetzt, mit den MPF-Akkus, aber das ist halt auch nur eine Übergangslösung. Den entsprechenden großen V-Mounts oder Gold-Mounts kann ich das dann besser ausbalancieren. Das sind meine Gedankengänge zu dem ganzen Thema. Warum, weshalb? Und ja, es kostet halt alles ein Heidengeld, die ganze Ausrüstung, aber gut, das gehört nun mal dazu. Gerade in der Kamera oder in dieser Videografenbranche ist es doch relativ einfach Geld auszugeben, weil man findet halt immer wieder irgendwas, sei es nur ein Teil für auch nur ein einziges Projekt. Selbst da fängt man halt an zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich für nur ein Projekt oder vielleicht nachher nochmal? Ist halt immer die Frage. Ich denke, in vielen anderen freiberuflichen Branchen ist es genauso. Aber ja, nie verkehrt, weil das macht halt auch Spaß. Dieser ganze Gear-Porn hinter dem Ganzen finde ich persönlich toll, weil so erhöht sich halt die Effizienz, der Arbeitskomfort, beispielsweise ein neues Stativ. Das liegt jetzt ganz weit auf meiner Nice-to-Have-List. Mal schauen, ist halt super kostenspielig. Das wäre beispielsweise ein Sachtler Flowtech. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit dem Einblick hinter die Kulissen, wie ich arbeite, was ich hier eigentlich mache, was der ganze Aufwand dahinter ist, den man halt nicht sieht vor der Kamera. Deshalb vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Bye bye.